So. Was sagt jetzt eigentlich die liebe Junlei dazu? Captain, an unknown vessel is approaching our ship. Their intentions are currently indeterminate. Once I deduce their intentions, I will play one of two audio signals. A cheerful fanfare if they are friendly, alarms if they are hostile. Their intentions are no longer unknown. The unknown vessel has deployed a boarding mechanism. They will attach themselves to our airlock and attempt boarding shortly. Was? That sound indicates that a boarding mechanism has successfully attached to our airlock. Captain, I am pleased to inform you that we are currently in the process of being boarded. Okay, cool. Es sollte dir jetzt keine Freude bereiten, das mir zu verkünden. I have been programmed to simulate joy and excitement at the opportunity to test my limited defensive capabilities. Captain Achso, Hoffman ja gut. Installed a lethal shock trap on our airlock in the event of an invasion. I am prepared to deploy this trap at a moment's notice. Nice. Als du damals in Emerald Valley erwähnt hast, dass du ein Abschreckungssystem für Plünderer hast. Ada, solche Dinge musst du mir sagen. The invading ship appears to be a decommissioned storage vessel. The crew are either pirates or freelancers. My opinion of their competence is low. Wie haben sie uns gefunden? Lass sie wissen, dass ich mich geschmeichelt fühle, aber sie hätten lieber erst einmal zum Abendessen einladen sollen. Ich hoffe, sie können einen guten Kampf vertragen. Ich bin in Kill-Laune. Their ship is using a tracking device too sophisticated for their primitive astrogator. I conclude they are receiving outside assistance. If you prefer to make an escape, I can disable their boarding mechanism. However, as long as that tracking device remains on board their ship, they will be able to find us again. Nein, nein, ich kümmere mich drum. Understood, Captain. I will be deploying the Unreliable's lethal deterrence system. Please approach the airlock and enjoy the show. Now initiating warm welcome protocol. Yeah. One simply must appreciate such an effective deterrent. Naja, ich weiß ja nicht. Übergang zu angreifendes Schiff. Ja, dann gehen wir mal zu angreifendes Schiff. Ihr seid tot. Oh, interessant, was hier alles so rumliegt. Ich habe jetzt auch gerade kein schlechtes Gewissen, dass hier überall Stehlen steht, ne? Also. Raumschiffjäger. Here we go! Willst du mal meine Leute in Ruhe lassen? Ich glaube, es hackt. Also, ich wollte es ja auf guten machen, ne? Aber. Also. Anscheinend wolltet ihr das ja nicht. Jetzt auch nichts für. Zystenschweinhuf. Aha. Ew. Das hier soll die Kombüse sein? Naja.
Schon ein bisschen, sehr schwach, ne? Ja, ich komme einfach später wieder, ne? Ist okay. Ich gehe doch da jetzt nicht hoch, wenn die da oben auf mich warten. Nur nicht doof. Stehen die genau oben, wo ich jetzt ja auch hochkomme? Nee. Also, manchmal bin ich ja schon ein bisschen eigenartig, ne? Aber so nun auch wieder nicht. Was haben wir denn hier? Ach, ein Feuerzeug. Cool. So, was haben wir hier? Aha, ja, okay. Mist, jetzt habe ich irgendeine Karte eingesammelt. Das heißt, ich muss dann nichts mehr aufsammeln. Nein. Nichts mehr aufhacken. Ach, Mist. Ah, das ist da. Ich meine natürlich, oh. Trainer Stille. Aha. Warte mal, muss ich den umbringen? Eliminiere die Söldner. Ich dachte vielleicht, ne? Dachte vielleicht überlegt er sich's nochmal oder so, aber scheint ja nicht. Glücks-Spread-Pfote. Oh, das ist ja knuffig. Können wir uns bestimmt jetzt hier irgendwo wieder bei uns ins Schiffchen hängen. Ja, geil. Sehr schön. Das ist jetzt alles gediebstahlt hier, aber das macht nichts. Gestiebdahlt. So, was haben wir hier? Aha. Granatwerfer 3, einfach mal so im Mülleimer. Na klar. Logisch. Mache ich auch immer so. Shampooflasche, da müssen die sich aber immer bücken beim Aufheben. Ja, das ist so ein bisschen... Schlüsselkarte, okay, das wollen wir jetzt mal nicht. Eine Halskette. Ja, danke. Aber das müsst ihr doch nun wirklich langsam wissen, dass ich das kann. Champion-Wurfballschläger. Oh ja. So, was haben wir hier? Okay, und da. Nun.
Aber ich hatte doch, hatte ich nicht gesagt, so ich kümmere mich so darum? Na gut, wahrscheinlich war das doch das. Weil ich wollte die andere Option, die wollte ich mir noch offen lassen. Falls wir doch irgendwie mal in Hudeleien kommen. Dass wir dann noch gegebenenfalls noch einen Ausweg haben. Wenn wir den jetzt nicht brauchen, um hier die paar Leutchen hier kalt zu machen. So. Ich hoffe ja mal, dass bei dem ganzen Geloote hier irgendwo mal noch ein paar Infos rauskommen, ne? So nach dem Motto, ah ja, hier angeheuert durch den und den, tralala. Fluppdi-bupp. Zu weit gesprungen. Zu weit gesprungen. Kommt da bestimmt noch anders hin, ne? Ich muss da jetzt bestimmt hier nicht. Ne. Okay. So, dann gehen wir erstmal nochmal hier lang. Aha. Hätte ich vielleicht mit dem sprechen können? Ja, gut, Thomas muss erstmal anfangen. Impressive as always. Ja, ja, ja. Na gut. Wer weiß. Aber ich glaube, ich muss dann, nachdem wir jetzt hier das durch haben, muss ich dann noch mal kurz einen anderen Stand laden, um zu gucken, ob wir den hätten vielleicht tüdeln können. So, gelöschte Nachrichten. Jawohl. Beendigung der Anstellung. Büro für fachliche Aufsicht der Firefly Company. An den designierten Captain dieses Schiffs. Lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, dies ist eine automatische Nachricht. Wir möchten darüber in Kenntnis setzen, dass die folgenden Dienstleistungen, Einrichtungen und Produkte, die von der Firefly Company zur Verfügung gestellt werden, eingestellt und oder außer Betrieb genommen wurden. Das Wurfballteam Firefly Freibeuter und alle damit verbundenen Assets und alle Lager- und Transportschiffe der Firefly Company, die in Entwicklung und oder raumtauglich sind. Und alle Wartungs- und Reparaturdienste, die an Fahrzeugen der Firefly Company durchgeführt werden. Und alle Rationen, medizinische Versorgung, Unternehmensuniformen und designierte Domizile, die der Firefly Company gehören. Bitte beachte, dass das Fliegen eines stillgelegten Schiffes gegen die Vorschriften verstößt und mit einigen oder allen der folgenden Strafen geahndet werden kann. Strafgebühren, Zwangsumschulung, Gefängnis. Die Firefly Company wird keine Umzugs- oder Beschäftigungsvermittlung für nicht mehr beschäftigte Arbeiter bereitstellen. Hinweise. Folgende Hinweise. Team, manchmal muss man improvisieren und manchmal muss man Anweisungen befolgen. Den Unterschied zu verstehen ist mehr eine Kunst als eine Wissenschaft. Wenn du dich dabei ertappst, wie du dir eine kreative Lösung für ein Problem ausdenkst, dann frage dich einfach, welche Konsequenzen könnte meine Lösung haben?
Verhalte ich mich in einer Weise, die den Werten der Freibeuter entspricht? Hier ist ein Beispiel aus der Praxis. Nehmen wir an, ich bitte jemanden von euch, die Rohre in meinem Waschraum zu reparieren. Wie man hört, mangelt es hier in Hälschen ein wenig an Ersatzteilen, sodass man auf die Idee kommen könnte, zu improvisieren. Zum Beispiel ein Plasmagewehr anstatt eines Schweißbrenners zu verwenden oder Wurfballstöcke anstatt von Stemmeisen. Das sind allesamt und sonders schreckliche Ideen. Wieso, könnte man jetzt fragen. Aber sobald man ein wenig darüber nachdenkt, erscheint einem die Antwort so offensichtlich wie das Loch in meiner Waschraumwand. Entschuldigt euch nicht, seid einfach besser. Trainer. Training. Team. Training ist wichtig. Die besten Wurfballspieler widmen jeden wachen Moment der Vertiefung ihres Könnens. Die Schrift lehrt uns, dass unser Leben von unserer Rolle in der Gesellschaft definiert wird. Und unsere Rolle ist es, Wurfball zu spielen. Wir befinden uns stets auf dem Spielfeld, denn wir hören nie auf, Wurfballspieler zu sein. Einige von euch haben sich diesen Rat zu Herzen genommen. Ihr übt euren Abschlag und das Werfen im Gemeinschaftsraum. Ich muss euch wohl nicht erst an den Vorfall mit dem Wurfball und meinem ganzen Kasten Spectrum Red erinnern. Ich verstehe ja, dass ihr alle darauf besinnt seid zu spielen oder brennt drauf zu spielen. Seit die Konzernleitung das Team abgeschossen hat, haben wir nicht viele Spiele. Aber heute musste ich einen Wurfball aus einem zerschmetterten Terminal heraushebeln. Das Terminal hätte auch unsere Astrogator sein können. Und dann hätte ich die verantwortliche Person gemäß den Mannschaftsbestimmungen in den Weltraum befördern müssen. Bitte zwingt mich nicht dazu, euch disziplinieren zu müssen. Ich erwarte von euch allen, dass ihr euch in einer Art und Weise verhaltet, die mit den Freibeuterwerten übereinstimmt. Dazu gehört auch, dass Ausrüstung nur dann zerstört werden darf, solange ihr euch an Bord eines feindlichen Schiffes befindet. Ah, okay, verstehe ich. Nachrichten von Fehler. Dein Ziel ist die Unreliable, ein kleines, unwichtiges Schiff ohne beträchtliche Verteidigungssysteme, in Besitz und Betrieben von Freischaffenden. Der Captain ist ein zweitklassiger Schmuggler namens Alex Hawthorne. Fange die Unreliable ab, eliminiere Hawthorne und alle Crewmitglieder, die dir in den Weg kommen. Ich habe dir einen Vorschuss sowie ein Ortungsgerät für deinen Astrogator geschickt. Okay. Von Büro der Firefly Company. Die Zukunft der Freibeutermarke. An den Trainer des Freibeuterteams und oder ihren StellvertreterInnen. Die Firefly Company durchlebt derzeit eine aufregende Periode des Wachstums und der Veränderung. Wir freuen uns bekannt zu geben, dass drei verschiedene Unternehmen, einschließlich aber nicht beschränkt auf Spacer's Choice, derzeit Verhandlungen über die Übernahme der Liegenschaften der Firefly Company führen. Als Teil dieser Verhandlungen hat sich die Firefly Company bereit erklärt, die Wurfballmarke der Freibeuter aufzulösen, um die Wurfballteams, die sich im Besitz und Einsatz von Unternehmen befinden, die daran interessiert sind, uns zu erwerben, nicht herauszufordern, mit ihnen zu konkurrieren, zu schwächen oder in irgendeiner Weise herabzusetzen. Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass die Firefly Company formell auf ihr Eigentum an der Wurfballmarke Freibeuter und allen damit verbundenen Assets verzichtet hat. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass alle Positionen im Zusammenhang mit Wurfball einschließlich, aber nicht beschränkt auf Spieler, Trainer, Wartung, automechanische Einheiten und Arbeiter hiermit formell gekündigt sind. Bitte vergiss nicht, dass deine lebenslange Zwangsverpflichtung hierdurch nicht aufgelöst wurde. Deine Arbeitskraft und Dienstleistung bleiben auf ewig das alleinige Eigentum der Firefly Company. Beachte bitte, dass das Anbieten deiner Dienste an einen Mitbewerber gegen das Kolonialrecht verstößt und mit Verhaftung, Gefängnis, obligatorischer Umerziehung und oder einer Überraschungsüberprüfung geahndet werden kann. Darüber hinaus verstößt jede unabhängige Vertragsarbeit, auch freischaffende Arbeit genannt, strikt gegen die Bedingungen deiner lebenslangen Zwangsverpflichtung. Mit dem Erhalt dieser Nachricht gelten alle Positionen als gekündigt. Ja, okay. Dann war das, was die Person gemacht hat, illegal. Oh. Na gut, ich wollte eigentlich bis rüber hüpfen. Na doch. Können wir mal schnell reparieren? Ja, machen wir mal.
So, das haben wir alles. Hier haben wir eigentlich auch alles. Ups. Gott. Hä? Ach hier. Warum war denn die Tür wieder zu? Können wir jetzt den Astrogator hier vielleicht? Aha. MK3, okay. 318 Bit-Module. Ah, Moment, ich muss mal ganz kurz was trinken bei dem ganzen Vorgelese hier. Navigationsterminal und Astrogation. Außer Betrieb genommen. Inventarprotokolle. Machen wir das mal. Dieses Navigationsterminal führt seit dem Stichtag der Obsoleszenz keine Inventar- und Lieferprotokolle mehr. Letzten Eintrag öffnen. Haha. Fracht angenommen. Firefly, Energiezellen, Energiezellen, Freibeuter, Wurfballteam, Frachtlieferung fehlgeschlagen, Anbieter existiert nicht mehr, Außenposten nicht mehr anerkannt, Fracht aus dem Sortiment genommen, Schiff außer Betrieb genommen. Ortungsgerät. Registriert keines oder unlizenziert. Ja, dann entfernen. So ist es. Tja, dann haben wir es doch. Nice. Hi, Mungs und Jädels. Da sind wir wieder. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ach du grüne Leute, das ist jetzt bei ihr. Ach, warte mal. Ja. Na komm. Ich hätte vorher noch mal links machen sollen, ja. Speichern sollen. What are you? My fair. Yeah. So. Dann hüpfen wir jetzt zurück. Ich will das mal ganz kurz ausprobieren, was da passiert, wenn. Wenn wir da mal quatschen mit denen. Ich glaube zwar nicht, dass wirklich viel passiert, aber ich würde es trotzdem mal ausprobieren. Tut mir leid. So, komm. Selbst. So. So, jetzt gucken wir einfach mal, ob das Looks like our opponent knows how to play defense. All right, freebooters, fall back and regroup. How many times do I
close to the speaker. I can hear you breathing. Ich bin keiner von deinen Schlägern. Ihr Leute habt echt keine Ahnung, wie mein Schiff ändert. Ich werde dir zeigen, wie es geht. Keine Sorge, bald reden wir von Angesicht zu Angesicht. Bin keiner von deinen Schlägern. The goons haven't played Tossball for a decade. We're the freebooters. I'll admit, this attack hasn't gone strictly according to plan. But as we like to say in the league, no strategy survives contact with the opponent. Let's call this round a draw. You head back to your end of the field, I'll regroup my team, and we'll see where things take us in the second half. What do you say? Wie heißt mit Nein? Ist ein Nein gut für dich? Du hast einen schlechten Tag, was? Ah, das kenne ich. Du glaubst, wir würden hier Wurfball spielen? Of course we're playing Tossball. We're the freebooters. Tossball is what we do. Tossball and piracy. Here's the problem. I can't let you live, but as long as you're on my ship, you've got the advantage over us. So, we're at an impasse. Aber da hätte ich jetzt vielleicht den anderen mitbringen sollen, ne? Den Felix oder so. Der ist doch so ein übelster Wurfball-Fan. Wieso lassen wir das ganze theatralische Getue nicht und reden von Angesicht zu Angesicht darüber? Ja, guck mal. You wanna negotiate terms. How do I know this isn't a trap? Verhandlung ist nicht ganz das richtige Wort. Nennen wir es ein Treffen unter Trainern. A meeting between coaches. Unconventional, but brazen. Aha. I like it. All right, I'm willing to parley. Come speak with me in the captain's quarters. I mean the coach's office. Come up through the cargo hold. I'll have my players take a timeout. For now. The coach is ready to see you. Head upstairs. Oh-ho! Captain Hawthorne, I'm ready to talk when you are. All right, easy now. Let's just keep our weapons holstered like civilized people. I'm a man of my word. Let's talk. I'll even drop the tossball act for you. Wer hat dich geschickt und was willst du? My team and I were contracted to apprehend the unreliable, eliminate its crew, and dispose of the captain. I couldn't tell you who hired me, even if I wanted to. The contract's anonymous. No names, no faces, just money and a target. I can't turn down a job like that, you understand. Wow, that's a lot of bits. I mean, after careful deliberation, I've decided to accept your offer. I'll keep my ship clear of yours. You and I will never cross orbits again. I got no reason to come after you. Use my credentials to get inside the cockpit and take our tracking device. Our astrogation terminal was tracking your ship. Don't ask me how. Never had much luck with computing devices myself. The truth. We never caught up to the unreliable. You vanished somewhere into the void. Astrogator never picked up your location again. Nun, also so geht's auch. Haben wir aber nicht gemacht. Schade. Naja, egal. Gut. Aber so hätte es auch gehen können. Welcome back, Captain. Hi. I understand you have resolved your differences with our former boarding party. Ja. Are you ready to depart? Understood, Captain. Resuming our course. Danke.
Cool. So. Habe ich jetzt hier oben diese... Habe ich jetzt hier oben diese große Pfote? Doch mal raus. Gut. Dann gucken wir mal noch kurz zu Junlei vorbei. Mal sehen, ob wir der jetzt noch sagen können, was mit der Dame ist. Das würde ich nämlich gerne noch machen. Und dann beenden wir die Folge und dann gehen wir ja nach Olympus, würde ich fast sagen, oder? Schade, gut. Ich muss mich mal mehr darauf einlassen, dass wir vielleicht auch mit Leuten reden können, statt sie immer nur umzubringen. Die waren alle sofort auf Rot eingestellt. Ich kann doch da auch nichts für. How's the unreliable treating you these days, Wildflower? Aww. Okay, I've decided I really love hearing you call me that, so keep doing it. I know what it means to have a crew. If you ever felt like jumping ship, there's a home for you on Groundbreaker. Soll das ein Witz sein? Ich stehe direkt neben dir. Was meinst du, Parvati? Nein, ich sag da nichts zu. Thanks. But that wouldn't be... The captain did get me out of Edgewater and all. I hope you're worthy of her loyalty, Captain. Bist du noch glücklich auf der Unreliable? Parvati ist so ein lieber Mensch. Das möchte ich ihr nicht nehmen. Hör auf, dir meine Kuh unter den Nagel reißen zu wollen, Dennison. I am, Captain. Happier than I ever been, really. Plus, I'm in space. Keep our girl in one piece and we won't have any problems, Captain. Yeah. Plus. Okay. Wir können es ihr tatsächlich nicht sagen. Interessant. Ja, gut. Daneben nicht. Ja, dann. Ach, Parvati, bleibt doch noch drin. Ist doch alles gut. Ich wollte mich nur von den Zuschauern verabschieden. So, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Hüpfen als nächstes dann wahrscheinlich wirklich mal. Gehen wir doch vielleicht nochmal kurz in die Unreliable rein. Dann müssten wir ja als nächstes nach Olympus, ne? Genau, jetzt können wir hier hin. Eieieiei. Tja, würde ich aber trotzdem machen, bevor wir jetzt nach Gorgon zurückgehen, um dann ein Gebäude zu haben und dann wieder hierher zu gehen. Das ist, glaube ich, doof. Deswegen will ich die zwei Sachen jetzt erstmal machen. Und dann gehen wir nach Gorgon zurück und dann können wir dort weitermachen. Machen wir das mit einem Rutsch durch, sozusagen. Ja, aber bis dahin, das war's in der nächsten Folge sehen. Macht's gut. Tschüss. Ciao.